Ich erinnere mich noch daran, wie dieser ganze Albtraum begonnen hat. Zuerst kamen die wortwörtlichen Albträume und dann haben die Ritualmorde begonnen. An dem Tag, an welchem ich meinen ersten Albtraum hatte, hatte ich eigentlich einen guten Tag gehabt. Mein Name ist Joe Carryman und ich bin ein Reverend in New York. In New York gab es vor kurzem eine Katastrophe, die vielen das Leben gekostet hat und viele obdachlos gemacht hat. Vielleicht haben Sie davon gehört, vielleicht auch nicht. Es spielt auch keine große Rolle. Jedenfalls gebe ich in meiner Kirche Essen für die Flüchtlinge aus und lasse so viele auf meinen Bänken schlafen, wie nur möglich. Damals wusste ich noch nicht, dass einer von ihnen ein psychopathischer Kultist war. Ich war ziemlich beschäftigt. Mit Hilfe eines Sozialarbeiters haben wir ein Formular ausgefüllt, das einer jungen Witwe und nun alleinerziehenden Mutter dabei half, eine von den neuen Sozialwohnungen zu bekommen, die die Regierung gebaut hat. Die Frau war ungefähr 22 und ihr Sohn nicht älter als ein Jahr. Es war traurig zu wissen, dass der Kleine seinen Vater niemals kennenlernen wird. Den Rest des Tages verbrachte ich damit, einem blinden Obdachlosen zu helfen, der schon vor der Katastrophe obdachlos war. Ich wollte alles versuchen, damit er sein Leben wieder auf die Reihe bekam. Er hatte alte, zerfetzte Klamotten, stank nach Schweiß und Whisky und schien doch mit sich selbst zufrieden zu sein. Es war seltsam, er wollte nicht mal, dass ich ihm half, eine Wohnung zu finden. Er sagte, er sei auf der Straße absolut glücklich. Als ich ihn im Gegenzug fragte, wieso er denn hier sei, sagte er, er schätze die Gesellschaft eines Mannes, der Gott nahe steht. Aus irgendeinem Grund lief mir dabei ein eiskalter Schauer über den Rücken. Und ich war mir sicher, dass er nicht denselben Gott meinte wie ich. Danach war es kurz still zwischen uns. Ich gab ihm etwas Wasser, ein paar geschmierte Brote und kümmerte mich dann wieder um die anderen Flüchtlinge. Kurz darauf muss er wieder verschwunden sein. Oh, wie sehr hatte ich gehofft, dass dies das letzte Mal sein würde, dass ich den seltsamen Obdachlosen traf. Doch so war es nicht. Gegen 22 Uhr gab ich mir besonders viel Mühe, der jungen Witwe und ihrem kleinen Sohn dabei zu helfen, einen ausreichend warmen und gemütlichen Schlafplatz in der Haupthalle meiner Kirche einzurichten. Es war schön, ein Lächeln auf den Lippen der beiden zu sehen. Sie hatten so viel durchgemacht, da war es schön zu wissen, dass ich ihnen etwas Komfort bieten konnte. Als ich ins Bett meiner Wohnung ging, die an die Kirche angeschlossen war, war alles in Ordnung. Ich hatte meine Arbeit gemacht, so gut ich konnte, den Armen und Mittellosen geholfen, und sie haben es zu schätzen gewusst. Besser kann ein Tag für einen Reverend nicht laufen. Ich hätte mich gut fühlen müssen, doch das tat ich nicht. Ganz im Gegenteil. Es fühlte sich so an, als wäre nie wieder alles gut, als hätte das Licht mich, nein, die ganze Welt verlassen. Mit diesem unguten Gefühl und einer Gänsehaut am ganzen Körper schlief ich ein. An den ersten Teil meines Traumes kann ich mich nicht erinnern. Ich weiß nur noch, dass ich ein altes, verzerrtes Schlaflied gehört habe, wie aus einer kaputten Musikbox oder einem Leierkasten. Dabei kam mir immer wieder das Bild eines Hauses vor Augen, das ich nicht kannte. Dann bin ich aufgewacht. Nun ja, nicht wirklich aufgewacht. Ich bin im Traum aufgewacht und setzte mich in meinem Bett auf. Es war dunkel, doch durch das wenige Mondlicht, welches in mein kleines Zimmer schien, konnte ich erkennen, dass ich nicht mehr in New York war. Ich befand mich in meinem alten Zimmer, in meiner Heimat Dairon. Als sich meine Augen an die Dunkelheit gewöhnt hatten, konnte ich erkennen, dass ich nicht allein war. Auf dem alten Schaukelstuhl in der Ecke neben meinem Bett saß jemand.
Er lehnte sich nach vorne und ich konnte erkennen, dass es der blinde Obdachlose war. In meinem Traum trug er keine Sonnenbrille, so wie heute in der Kirche. Seine Augenhöhlen waren leer und aus ihnen starrte mich eine Dunkelheit an, die mir das Blut in den Adern gefrieren ließ. »Ich bin gekommen, um zu beichten, Reverend.« Ich hatte kurz angenommen, er wäre jemand anderes. Obwohl ich es mir nicht erklären konnte, bekreuzigte ich mich und faltete die Hände. »Was ist deine Sünde, mein Sohn?« fragte ich ihn. »Ich denke darüber nach, es zu beenden, Reverend. Mein Leben. Das ist die größte Sünde, die es gibt, mein Sohn. Welche Traurigkeit bringt dich dazu?« »Traurigkeit? Ich bin nicht traurig, Reverend. Ich bin glücklich.« »Jedes Leben ist kostbar. Wirf deines nicht weg.« »Nicht jedes Leben, Reverend. Manches ist weniger wert. Wussten Sie, dass ich blind geboren wurde? Ich war schon immer so. Sehen Sie es sich an.« Er beugte sich noch weiter vor, damit ich seine leeren, dunklen Augenhöhlen noch besser sehen konnte. »Ich verstehe, dass dich deine Blindheit betrübt, doch auch ein Blinder kann in dieser Welt alles tun, was er möchte. Das ist der Vorteil des Zeitalters, in dem wir leben, mein Sohn.« »Ach, ist dem so, Reverend. Kann ich tun, was auch immer ich will? Nun gut, ich würde gerne einen Sonnenaufgang sehen. Sag mir, Reverend, wenn dein Gott mich erschaffen hat, wieso bin ich dann nicht perfekt? Ich bin doch nach seinem Abbild erschaffen. Vielleicht ist dein Gott ja selbst nicht perfekt.« Ich lehnte mich erzürnt nach vorn, schlug mit der Faust auf mein Bett und konnte gerade noch verhindern, dass ich in eine Schimpftirade verfiel. Das war eben mein Temperament. Der blinde Obdachlose sah, was seine Worte angerichtet hatten, und lehnte sich zufrieden grinsend in den Stuhl zurück. »Weißt du, mein Sohn, ich glaube nicht, dass Gott jedes kleinste Detail unseres Lebens und unseres Seins bestimmt. Er hat uns vor langer Zeit den freien Willen geschenkt, und dazu gehört eben auch, dass er sich nicht einmischt. Wenn er sich einmischen würde, sei es auch, um etwas Böses zu verhindern oder um einem Ungeborenen seine Behinderung zu nehmen, dann nimmt er uns in diesem Moment die Freiheit. Dann sind wir nur Puppen in seinem Theaterspiel. Deshalb mischt er sich nicht ein.« »Das hätte er aber tun sollen. Seine Schöpfung ist unvollkommen. Er selbst ist unvollkommen. Ich kenne einen Gott, der es besser kann. Einen vollkommenen Gott. Er wird auferstehen. Der wahre Gott. Der Gott der Dunkelheit.« Erneut lief mir ein eiskalter Schauer über den Rücken. Ich dachte, wir hätten ihn für immer besiegt. »Meinst du, Luzifer? Du bist noch nicht bereit, zu erfahren, wer er ist. Du musst nur wissen, dass mein Gott zu mir spricht.« Irgendwie kam es mir so vor, als hätte ich ein Déjà-vu gehabt. »Es gibt nur einen Gott.« »Nein, es gibt zwei. Und meiner sagt mir, was ich tun muss, um Erlösung zu finden. Wir denken, das Licht wäre gut und die Dunkelheit wäre schlecht. Doch das ist eine Lüge. Das Licht ist aggressiv. Wenn Sie das Licht in einem dunklen Raum anschalten, was passiert dann? Das Licht verdrängt die Dunkelheit. Das ist ein Gesetz unseres Universums. Es geht nicht anders. Das Licht ist aggressiv. Ich habe mich der dunklen Seite zugewandt. Sie ist wundervoll. Die Dinge, die man tun muss, naja, sind gewöhnungsbedürftig. Aber es bereitet einem sogar Freude, wenn man sich gehen lässt. Das Jammern, Flehen und Schreien der Kleinen wird zu einem wahren Ohrenschmaus.
zu einer lieblichen Musik. Kleinen, was hast du den Kindern angetan, du Monster? Ich habe mit ihnen gespielt. Ich habe ihnen Dinge gezeigt. Die Kinder sind wichtig, Reverend. Wir müssen nur die richtigen Kinder finden. Seine Kinder. Wenn du das erkennst, Reverend, dann schließe dich uns an. Du könntest seine Kirche leiten. Die Kirche des Wahren. Ich verrate mein Gott nicht. Und jetzt sag mir, was du den Kindern angetan hast. Sie haben mir geholfen, das Ritual zu beginnen. Ich war der Erste. Die Augen des Obdachlosen leuchteten rot auf. Und ich erwachte. Diesmal wirklich. Ich war in meinem eigenen Schweiß gebadet und stank furchtbar. Mein Herz raste, bis ich eine angenehme, lauwarme Dusche nahm. Es war nicht das erste Mal, dass ich Albträume hatte, aber das hier war anders. Die Dusche war zwar alles in allem ziemlich angenehm, half mir aber nicht dabei, das zu vergessen, was ich in meinem Traum erlebt hatte. Ich fragte mich, warum der blinde Obdachlose im Traum zu einem wahren Monster wurde. Sicher, er war in der Kirche ein wenig seltsam gewesen, doch eigentlich war er ganz nett. Er hatte nichts getan, das mein Unterbewusstsein dazu veranlassen sollte, ihn als Bedrohung wahrzunehmen. Zum Glück kannte ich eine Methode, die mir immer half, etwas runterzukommen. Ich putzte meine Kirche, und zwar gründlich. Tagsüber waren die New Yorker Flüchtlinge, die hier schliefen, unterwegs, um Essen oder sogar eine neue Wohnung aufzutreiben. Ich hatte also genug Fläche, um meiner Putzwut freien Lauf zu lassen. Als ich gegen Mittag fertig war, nahm ich mir mein Fahrrad und fuhr zum einzigen Supermarkt in der Gegend, der noch nicht dauerhaft geschlossen war. Wie immer dauerte es ewig, weil die Schlange am Eingang über 100 Meter reichte. Als ich endlich drin war, gab es nicht mehr viel Auswahl. Natürlich nicht. Die Leute machten Panikeinkäufe und mussten mit grotesken Regeln daran gehindert werden, 200 Packungen Nudeln und 40 Rollen Klopapier zu kaufen. Ich ergatterte ein paar Eier, Schinken, Nudeln und ein paar Becher Joghurt. Einer der Kassierer erinnerte mich daran, dass ich mehr kaufen durfte als die anderen, weil ich ein Geistlicher war, der Flüchtlinge aufnahm. Doch das nutzte ich nicht aus. Der Vorrat für die Flüchtlinge war im Kühlraum der Kirche verstaut. Das hier war nur für mich. Und ich wollte nicht mehr als nötig kaufen. Ich war heilfroh, als ich wieder draußen war. Die Luft im Supermarkt kam mir so stickig vor. Ich konnte mir nicht vorstellen, wie es den Leuten erging, die dort arbeiten mussten. Die Sonne stand schon tief am Himmel, als ich auf meinem Heimweg einen kleinen Tumult sah. Blaulicht von mehreren Streifenwagen erregte meine Aufmerksamkeit. Damals war ich einfach nur neugierig. Heute wünschte ich mir, dass ich niemals nachgesehen hätte, was dort passiert war. Aber vielleicht musste es so kommen. Man könnte es göttliche Vorsehung nennen. Es war eine kleine Wohnsiedlung, die nicht zerstört war. Ich bog in die Straße ab, aus der ich das Blaulicht sah, und hörte nun auch, wie Leute weinten. Spätestens jetzt hätte ich mein Fahrrad in die andere Richtung lenken und davonfahren sollen. Auf Nimmerwiedersehen. Was ging mich das auch an? Ich war nur ein Reverend, ein kleiner, unbedeutender Prediger und kein Polizist. Aber was mache ich mir hier vor? Natürlich ging es mich etwas an. Um genau zu sein, war das hier sogar für mich bestimmt. Ich musste es sehen. Ich musste hier hinkommen, ob ich wollte oder nicht. Eigentlich hatte ich vor, nur einen kurzen Blick auf einen möglichen Tatort zu werfen. Doch als ich das Haus sah, fiel ich fast von meinem Fahrrad. Es war exakt das Haus, was ich letzte Nacht in meinem Traum gesehen hatte. Es hatte den gleichen Anstrich,
war im Bungalow-Stil gebaut, hat denselben kleinen Rosengarten, dieselbe Garage und dieselbe Auffahrt. Das war kein Zufall. Das war auch keine einfache Ähnlichkeit. Ich hatte dieses Haus gesehen. Da war ich mir sicher. Nun hatte ich keine Wahl mehr. Es reichte mir nicht, wie ein Gaffer hier draußen zu stehen. Ich musste rein. Ich musste sehen, was dort passiert war. Selbstsicher ging ich unter der Absperrung hindurch und schlenderte auf die Tür zu. Erst kurz bevor ich diese erreichte, hielt mich ein Kopf auf und drängte mich vorsichtig zurück. »Sir, es ehrt Sie, dass Sie den Opfern die letzte Salbung geben wollen, aber das ist ein Tatort. Ich kann Sie hier nicht reinlassen.« Ich versuchte, einen Blick auf das Wohnzimmer zu erhaschen, sah aber nur einen bleichen Detective, der mich ebenfalls entdeckt hatte. »Ja, sicher, Officer. Sie haben natürlich recht. Wissen Sie, es ist nur sehr wichtig, dass ich, »Sir, es ist sehr wichtig, dass Sie sich nun wieder hinter die Absperrung begeben und die Polizei ihre Arbeit machen lassen.« Erst jetzt fiel mir auf, dass auch der Cop, der mich aufgehalten hatte, viel zu bleich aussah. Und zum Teufel, genau wie ich war er kein Weißer. Was hatte der Mann gesehen, das ihn so sehr erschreckt hatte? »Michael, ist das ein Pfarrer? Falls ja, lass ihn rein. Ich kann ihn gebrauchen«, kam eine Stimme von drin. Es war der Detective. »Na dann, machen Sie sich auf was gefasst, Reverend. Das ist kein schöner Anblick«, sagte der Cop und gab den Weg frei. Ich schluckte, als ich die beiden Treppenstufen nahm und in den Flur eintrat. Hier fing mich der Detective ab. Er war in den 30ern, hatte ein 3-Tage-Bart, dunkles Haar und trug einen braunen Trenchcoat. Er sah aus wie ein Detective aus einem Comic. »Guten Tag, Sir. Mein Name ist Detective Delaney. Ich mache das nicht oft, aber ich brauche ein wenig Hilfe. Trauen Sie sich zu, sich die grausame Szenerie anzusehen?« »Guten Tag, Detective. Ich bin Reverend Joe Carryman und ich kann Ihnen sagen, dass ich schon eine Menge gesehen habe. Man könnte sagen, ich habe der Hölle direkt ins Antlitz geblickt. Mich kann so schnell nichts umhauen.« Als ich den letzten Satz ausgesprochen hatte, bekam ich eine Gänsehaut. Vielleicht war es eine Vorahnung. »Gut, dann bereiten Sie sich mal auf ein freudiges Wiedersehen vor. Die Hölle wartet nämlich auf dem Wohnzimmerteppich auf Sie.« Während wir in Richtung des Wohnzimmers gingen, erklärte er mir, was er von mir wollte. Es handelte sich wohl um einen Ritualmord, bei welchem Zeichen verwendet wurden, die keinem ihrer Experten bekannt waren. Selbst der Computer hat nichts ausgespuckt, als sie die Fotos den Kollegen gesandt hatten. Einer von diesen meinte wohl, es müsste sich um wirklich altes, biblisches Zeug handeln. Ich fühlte mich geschmeichelt, als er mir erklärte, dass sie glaubten, es hätte irgendetwas mit Auferstehen zu tun, blieb ich stehen. Sicher dachte der Detective, dass ich das tat, weil ich vom Anblick der Leiche geschockt war, doch dem war nicht so. Vielmehr war ich geschockt, weil ich den Mann kannte. Es war der blinde Obdachlose, der mich erst in meiner Kirche und später in meinem Albtraum besucht hatte. Auf dem weißen Teppich war ein Pentagramm aus Blut gezeichnet. In diesem Pentagramm befanden sich weitere Zeichen, die ich nicht sofort erkannte, die mir aber vorkamen, als würden sie nichts Gutes bedeuten. Auf dem Pentagramm lag die Leiche des augenlosen Kerls. Seine Augenhöhlen schienen frisch ausgebrannt zu sein. Um ihn herum und im ganzen Wohnzimmer waren Kerzen aufgestellt. Blut war an die Wände gespritzt und Gedärme waren über die Schränke und den TV gehangen, als wären sie Girlanden. Erneut hörte ich eine Frau weinen und schreien. Es kam von draußen. Die Leiche des Obdachlosen war blutüberströmt. Überall an seinem Shirt und seiner Jeans waren kleine Einstichstellen. Sein Körper
war fast vollständig damit bedeckt. »Ist es das, was ich denke, dass es ist?« fragte ich Detective Delaney. »Ja, tot durch 1000 Stiche. Die Mutter aller rituellen Opferungen. Jetzt fielen mir auch die blutdurchtränkten Handtücher auf, die irgendwelche Objekte um den Obdachlosen herum verdeckten. Es waren 6 auf jeder Seite. Sehen Sie, Reverend, die Zeichen sind auch hier vorne an der Wand. Wir können sie nicht entziffern, und ich würde sie gerne als offiziellen Berater des New York Police Department anstellen. Selbstverständlich werden sie auch dafür entlohnt. Ich glaube, ich erkenne etwas. Verdammt, es ist lange her, dass ich diese Art von Schriftzeichen gesehen habe. Es ist eine alte Sprache, eine dunkle Sprache. Sie ist nicht für Menschen gemacht, sondern für Dämonen. Wem sagen Sie das, Rev? Also, Sie können mir helfen? Ich gebe Ihnen meine E-Mail-Adresse. Schicken Sie mir den Vertrag. Ich will nicht mit Geld, sondern mit Hilfe für die Flüchtlinge in meiner Kirche bezahlt werden. Essensration, Wasser und wenn möglich, Hilfe bei der Wohnungssuche. Ich werde sehen, was ich tun kann. Aber Sie sind sich sicher, dass Sie mir helfen können? Detective, Sie sind ein echter Glückspilz. Sie haben durch einen Zufall die wohl einzige Person auf dieser Erde gefunden, die diesen Mist entziffern kann. Ich brauche Fotos von den Wänden und dem Pentagramm. Schicken Sie sie mir auch per Mail. Es könnte aber ein paar Tage dauern. Danke, Reverend. Als er mich hinausbegleiten wollte, stieß ich eines der Objekte an, die mit den Handtüchern verdeckt waren. Ich fand es komisch, wie das Ding darunter wackelte. Da fiel es mir ein. Was hatte der Obdachlose im Traum zu mir gesagt? Er hatte mit den Kindern gespielt? Dann fiel mir auf, dass die Gedärme und das Blut hier im Raum nicht seines war. Ich entfernte die Handtücher, eines nach dem anderen. Mein Entsetzen wurde immer größer. Die Tränen liefen unaufhörlich. Die Objekte unter den Handtüchern waren kleine Schädel, die der kranke Mistkerl offensichtlich in seinem Ritual hatte opfern lassen. Denn obwohl er tot war, wusste ich, dass er nicht das Opfer dieses Verbrechens war. Er hatte bereitwillig mitgemacht. Die kleinen Schädel waren innen ausgehöhlt. Das konnte ich durch ihre Augen sehen. In den Schädeln war jeweils eine Kerze platziert, was dafür sorgte, dass ein unheimliches, schimmerndes Licht aus ihren leeren Augenhöhlen schien. Jetzt verstand ich, wieso die Frauen draußen schrien. Sie trauerten um die Kleinen. Der Körper des Obdachlosen lächelte. Ich fragte mich, ob er das eben auch schon getan hatte, als der Detective mich nun nach draußen führte. Da ich noch recht wackelig auf den Beinen war, wurde ein Officer abgestellt, der mich mit dem Streifenwagen nach Hause fuhr. Das Erste, was ich machte, als ich in meiner Wohnung hinter der Kirche ankam, war, den Fernseher anzuschalten. Ich brauchte das. Irgendein Mist, der im Hintergrund lief. Am besten Comedy. Von mir aus auch irgendein Reality-TV-Quatsch. Ich setzte mich in meinen Sessel und versuchte abzuschalten. Doch das Ganze ließ mir keine Ruhe. Während im TV eine Frau einen angeblichen Privatdetektiv beauftragte, ihren Mann des Fremdgehens zu überführen, nahm ich mein Smartphone und recherchierte über den Mord. Nachdem ich einige Artikel gelesen hatte, wurde mir schnell klar, dass dies nicht der erste Ritualmord war. In den letzten Wochen gab es überall im Staat ähnliche Fälle. Die Zeitungen waren sich alle einig, dass dies die Taten eines Kults namens Deep Hell Association war. Ihr Anführer hieß Alistair Gacy. Der Fall von Gacy war ziemlich interessant. Er war in den 60er Jahren ein Massenmörder und Kultführer, genau wie heute. Er hatte, angeblich auf der Suche nach seinem wahren Gott, unzählige seiner Sektenmitglieder Selbstmord begehen lassen. Dann wurde es jedoch richtig verrückt.
Gacy wurde angeblich 1968 während eines Rituals von der Polizei erschossen. Die Leiche verschwand jedoch kurz darauf aus der Leichenhalle. Nun wurde er wieder gesichtet. Er war auf verschiedenen Videokameras im ganzen Land eindeutig identifiziert worden. Es bestand kein Zweifel, dass Alistair Gacy am Leben war und die Deep Hell Association anführte. Eine Zeitung hatte sogar ein altes Bild von ihm mit einer neuen Aufnahme verglichen. Es war tatsächlich derselbe Mann. Er sah aus, als wäre er um keinen Tag gealtert, ganz zu schweigen davon, dass er eigentlich tot und von Maden zerfressen hätte sein müssen. Eigentlich hätte ich mir nun das älteste und dunkelste Buch nehmen müssen, das ich besaß, das Dämonikum, doch das konnte ich jetzt nicht. Ich würde warten, bis es wieder Tag war, und dann versuchen, die Zeichen zu übersetzen. Detective Delaney musste sich eben bis morgen gedulden. Stattdessen recherchierte ich weiter. Mir kam der Name des Kultes seltsam vor. Deep Hell Association. Was war denn die tiefe Hölle? Davon hatte ich selbst als Reverend noch nie gehört. Ich suchte im Internet nach der tiefen Hölle, fand aber kaum etwas. Ein paar fiktive Geschichten, seltsame Bilder und sonstiges wirres Zeug, was nichts mit der wirklichen Hölle zu tun hatte. Als ich schon aufgeben wollte, sah ich etwas ganz unten auf der Seite. Es war eine Art Inventarliste einer Buchhandlung hier in New York. Dort gab es anscheinend ein Buch namens »Die tiefe Hölle, das Fegefeuer«. Es war nicht als fiktiver Roman, sondern als religiöses Werk gelistet. Wenn dies eine Art dunkle, verdrehte Höllenbibel war, musste ich sie mir schnellstmöglich ansehen. Am nächsten Morgen nahm ich mir das dunkle Buch heraus, welches ich in meiner alten Heimat von einem Freund bekommen hatte. Zuerst war ich nicht begeistert darüber, dass er dieses grauenhafte Buch anschleppte, aber ich denke, es wird sich hier als relativ nützlich erweisen. Ich zog mir Handschuhe an und schlug es auf. Sie müssen wissen, dass der Verfasser des Buches nicht auf Papier geschrieben hat. Es bestand aus Menschenhaut. In dem Buch, welches sich Dämonikum nannte, wurden allerhand Dämonen, Rituale und Beschwörungen beschrieben. Schon in meiner alten Heimat habe ich es nicht gerne herausgenommen, denn das, was da drin beschrieben wird, ist einfach nur unheilig. Aber das ist der Grund, warum ich es jetzt brauche. Es passt zu dem Ritualmord mit dem Obdachlosen und was mit den Kleinen gemacht wurde. Ich musste weiterblättern, als ich jemals in diesem Buch gekommen bin. Wenn man zu viel darin liest, bekommt man furchtbare Kopfschmerzen und die Welt verschwimmt einem vor den Augen. Ich schätze, die Dinge, die hier drin stehen, wurden nicht für Menschenaugen geschrieben. Im letzten Viertel des Buches fand ich schließlich einige der Zeichen, die am Tatort gefunden wurden. Zuerst stieß ich dadurch auf einen Dämon namens Kandor. Dieser schien selbst eine Art Ritualmeister zu sein. Dann wurde es richtig wild. Die Zeichen standen in Zusammenhang mit Dämonen, von denen ich noch nie gehört hatte. Es stand geschrieben, dass sie älter waren als die Höllenfürsten, älter als die Erzengel Gottes. Es waren die ersten Dämonen. Es gab noch einen Teil über einen alten Gott. Es muss wohl eine heidnische Gottheit sein. Ich konnte nicht viel davon entziffern. Allgemein ging es darum, diese ersten Dämonen und den alten, heidnischen Gott zu beschwören. Die Zeichen drehten sich immer um Wiederauferstehung, Unschuld, Kinder und Perfektion. Mehr konnte ich nicht herausfinden und mein Kopf brummte sowieso schon. Ich schlug das dunkle Buch zu und verschloss es wieder in meinem Safe im Schuppen. Dort lagerte ich es, weil ich diese unheiligen Texte nicht in meiner Kirche
oder allgemein auf Gottes Boden haben wollte. Nun war es Zeit, die Informationen, die ich erlangt hatte, an Detective Delaney weiterzugeben. Also setzte ich mich an meinen Laptop und begann zu schreiben. Lieber Detective Delaney, ich konnte einige der Zeichen übersetzen. Bei dem furchtbaren Ritual ging es um alte Dämonen, einen heidnischen Gott, deren Auferstehung und Rückkehr auf die Erde. Dabei fielen immer wieder die Worte Kinder, Unschuld und Perfektion. Ich habe über den Kult gelesen, der sich Deep Hell Association nennt. Ich kann verstehen, dass sie mir das verschwiegen haben. Doch ich muss sie warnen. Das hier ist Zeug, mit dem nicht zu spaßen ist. Es ist dunkel. Dunkler als alles, was uns auf dieser Erde bisher begegnete. Ich habe eine Spur zu einem weiteren Buch und werde Sie wissen lassen, was ich in diesem herausfinden kann. Bitte passen Sie auf sich auf. Es sind seltsame Zeiten. Viele Grüße, Reverend Joe Carryman. Ich hoffte wirklich, dass es dem Team von Detective Delaney helfen würde. Mir kam es jedoch so vor, als ob es nicht so einfach wäre, diesen finsteren Kult aufzuhalten. Wenn ich ihnen dabei helfen wollte, sie aufzuhalten und dafür sorgen wollte, dass sie keine Kinder mehr opfern konnten, brauchte ich mehr Informationen über die tiefe Hölle. Das war mir klar. Es galt also, die Buchhandlung ausfindig zu machen. Die Adresse lautete 642 Flatbush Avenue. Das war in Brooklyn, also nicht sehr weit. Da die Uber noch nicht wieder fuhr, nahm ich einen Bus und war gegen Mittag an der Ocean Avenue. Von dort aus hatte ich einen schönen Blick auf den Prospect Park Lake und es war nur ein kleiner Fußmarsch zur Flatbush Avenue. Nach wenigen Gehminuten erreichte ich die Adresse. Ich musste mehrmals hinsehen, denn ich verstand nicht ganz, was ich da sah. Der Laden sah geschlossen aus, lange geschlossen, aber es war immerhin eine Buchhandlung. Über dem Laden stand jedoch etwas, was ich zweimal lesen musste. Das Brooklyner Restaurant für geistige Nahrung. Inhaber C. Tower. Ich dachte zuerst, das Schild gehörte zum Sushi-Restaurant nebenan, doch das tat es nicht. Ich brauchte eine Minute, bis ich die kleine Anspielung verstand. Bücher, geistige Nahrung, schon klar. Trotzdem hatte ich jetzt ein Problem. Offensichtlich war der Laden schon lange geschlossen und ich konnte auf dieser belebten Straße schlecht die Scheiben einschlagen und hier einbrechen. Dann sah ich einen alten Zettel, der von innen gegen die Scheibe geklebt worden war. Dort stand: Der Inhaber verstarb an einem Herzinfarkt. Dieser Laden ist dauerhaft geschlossen. Ich bitte Sie, sich von hier fernzuhalten. Es ist gefährlich. Bitte gehen Sie. A.D. Gefährlich? Wieso sollte eine Buchhandlung gefährlich sein? Als ich meine Hand gegen die Türe drückte, um den Staub vor dem Zettel wegzuwischen, bemerkte ich, wie diese ein Stück aufschwang. Es war nicht abgeschlossen. Perfekt. Ich nutzte die Gunst der Stunde und stahl mich hinein. Drinnen musste ich sofort husten, denn es lag eine Menge Staub in der Luft. Hier war wohl wirklich schon lange niemand mehr gewesen. Es schien so, als hörten die anderen potenziellen Besucher auf die Warnung an der Tür. Zu meiner Verteidigung, die mussten aber auch keinen satanischen Kult bekämpfen. Vorne im Bereich der Kasse gab es nur Kinderbücher und alte Märchen. Ich warf einen Blick über den Tresen und sah, dass die Kasse offen stand. Das, was mich beunruhigte, war, dass das Geld noch dort lag. Sicherlich knapp 200 Dollar in Scheinen, bedeckt mit einer dicken Staubschicht. Offenbar hatte jemand die Kasse aufgebrochen, war dann jedoch abrupt geflohen und hatte das Geld liegen lassen. Wovor war die Person geflohen? Aus einem Raum weiter hinten, den ich nicht einsehen konnte, ertönte plötzlich ein Lachen. Ich bemerkte, dass auch mein erster Impuls war zu fliehen. Doch ich besann mich.
Ich war dem Bösen bereits begegnet. Und was immer dort auch war, vielleicht konnte es mir sogar helfen, das gesuchte Buch zu finden. Ich nutzte mein Handy als Taschenlampe und schritt weiter durch die staubige, dunkle Buchhandlung. Nachdem ich um ein paar Regale herumgehen musste, war ich so weit, dass ich das Schaufenster und die Straße nicht mehr sehen konnte. Auch das Sonnenlicht kam nicht bis hierhin. Außer dem bescheidenen Strahl, der aus meinem Handy schien, gab es hier kein Licht. Die Dunkelheit fühlte sich irgendwie erdrückend an, als das Lachen ein weiteres Mal ertönte. Ich bekam eine Gänsehaut, schüttelte sie aber schnell wieder ab. Mir war etwas aufgefallen. Durch das Geräusch des düster klingenden Lachens wusste ich nun immerhin, wo mein Ziel lag. Ich musste eine kurze, enge Treppe in eine Art Kellerraum nehmen. Hier gab es keinen Bodenbelag. Ich stand auf blanker Erde. Was mir sofort, trotz des spärlichen Lichts auffiel, war, dass es hier nichts gab. Keine Bücher, keine Regale, keine Kisten, nichts. »Wer stört meine Ruhe?«, fragte eine tiefe Stimme aus der Dunkelheit. Sofort richtete ich mein Telefon auf die verschiedenen finsteren Ecken des Raumes, konnte jedoch keine Person ausmachen. »Wer ist da?«, fragte ich panisch. »Dein Ende«, antwortete die Stimme. Ich leuchtete nun genau in die Richtung, aus der die Stimme kam. Zuerst konnte ich nicht glauben, was ich sah. Es war ein riesiges, monströses Gesicht, welches irgendwie aus einer der Wände im Kellerraum kam. Die Kreatur der Hölle schien mit der Wand verschmolzen zu sein. Zu sehen war lediglich das Gesicht, welches ein Stück weit in den Raum hinausragte. Die Haut des Dämons war aschgrau, seine Augen waren weiß. Sie sahen aus, als wären sie mit einem dichten Nebel gefüllt. Seine Zähne waren spitz und jeder einzelne von ihnen war so lang wie meine Hand. Man konnte noch einen Haaransatz erkennen, der nach hinten gekämmt war, aber dann in der Wand verschwand. »Was willst du?«, fragte ich und wich einen Schritt vor ihm zurück. »Ich will dich verschlingen«, sagte er und lachte erneut. Dabei streckte er eine widerliche, lange und breite Zunge nach mir aus. Ich war jedoch vorbereitet. Als ich das Weihwasser aus meinem Flachmann in seine Richtung spritzte, machte es ein zischendes Geräusch auf seiner Zunge und der Dämon zog sich heulend zurück. »Ah, das wirst du mir büßen«, knurrte er. »Nein, das denke ich nicht. Ich wiederhole meine Frage noch einmal. Was willst du?« »Wie meinst du das, Pfaffe?« »Du wolltest, dass ich dich finde. Das war der Grund, wieso du gelacht hast. Und mir wurde auch schnell klar, wieso. Die Buchhandlung ist geschlossen. Niemand kommt mehr her. Und du brauchst es, dass Menschen zu dir kommen, nicht wahr? Bist du einer von diesen Dämonen, die Deals abschließen? Versteckt ihr euch nicht normalerweise an Kreuzungen auf alten Landstraßen?« Der Dämon schien verärgert zu sein. Ich lag also richtig. Trotzdem setzte er nun ein teuflisches Lächeln auf. »Du weißt viel über uns. Ich bezeichne mich als Händler. Als spezialisierter Händler. Ich habe über viele tausend Jahre Bücher gesammelt. Bücher sind Wissen. Und Wissen ist Macht. Ich verkaufe also Macht. Soll das heißen, du bist im Besitz des Buches über die tiefe Hölle? Wo ist es?« »Es ist in Sicherheit. Ich würde dir zwar nicht raten, es zu lesen, aber ich werde es dir verkaufen, wenn du darauf bestehst, Reverend.« »Nenn mir deinen Preis.« »Mein Preis ist immer gleich. Die Erinnerung an einen lieben Menschen.« »Was?« »Ich erkläre es dir. Erinnerungen
sind kleine, leckere Teile deiner Seele. Ich fing damit an, weil die Menschen irgendwann vorsichtiger wurden. Es gab nicht mehr so viele, die bereit waren, ihre Seele zu verkaufen. Die Erinnerungen, die ich mir nehme, sind so ein kleines Stück der Seele, dass diese im Ganzen nicht beschädigt wird. Es hat sich über die Jahrtausende als ein gutes Geschäftsmodell erwiesen. Alleine durch Tower, diesen Buchhändler, bin ich reich geworden. Der Kerl konnte nicht genug kriegen, hat alle seine Erinnerungen verkauft, obwohl ich ihn gewarnt habe. Am Ende hat er sogar die Erinnerung an seinen Freund Aaron verkauft. Der Kerl wollte immer mehr alte Bücher. Er war süchtig. Schlussendlich war er nur noch ein sabberndes Wrack, welches dachte, es wäre ganz allein auf der Welt. Den Rest kennst du ja. Das ist widerlich. Du kannst jederzeit gehen. Ich brauche dich nicht. Tatsächlich? Es sieht für mich so aus, als würden deine Geschäfte in letzter Zeit nicht so gut laufen. Du hast ein freches Schandmaul, Reverend. Bedenke, dass ich alt bin. Ich kann warten. Na schön, kann ich mir die Person aussuchen? Nein, lass mich kurz überlegen. Der Dämon sah konzentriert aus. Ich merkte zu spät, dass er in meinem Kopf war und nach einer Erinnerung suchte, die ihm schmackhaft erschien. Die will ich, die Mutter des Jungen, der wie ein Sohn für dich war. Er meinte die Mutter eines Jungen namens Elaine. Ich habe ihn damals in meiner alten Kirche ausgebildet. Es würde mich schmerzen, die Erinnerung an sie zu verlieren, doch ich hatte keine Wahl. Ich musste das Böse aufhalten. Da sie bereits tot war, willigte ich ein. In Ordnung, nimm sie dir. Du weißt, welches Buch ich dafür will? Ohne etwas zu sagen, streckte der widerliche Wanddämon erneut seine Zunge heraus. Diesmal jedoch nicht, um mich zu ängstigen, sondern um mir ein altes, in Leder gebundenes Buch zu reichen. Ich gab mir alle Mühe, seine mit Geschwüren übersäte Zunge nicht zu berühren, als ich es an mich nahm. Und was ist nun mit der Erinnerung? Muss ich etwas tun, oder kannst du sie dir so nehmen? Erinnerung? Die Erinnerung an wen, Reverend? Sagte der Dämon freudig grinsend. Na, die Erinnerung an... Warte, was hast du getan? Ich habe mir meine Bezahlung genommen. Und jetzt geh. Ich will sie auskosten. Es gab nichts mehr, was ich mit dem Dämon zu bereden hatte. Später in der Kirche ging ich alle meine Freunde durch und mir fiel auf, dass ich nicht mehr wusste, wer Elaines Mutter war. Ich wusste, dass ich sie mal gekannt hatte, aber ich wusste nicht mehr, wie sie aussah, wie ihre Stimme klang, wie sie hieß oder sonst irgendetwas. Wir müssen hunderte Male miteinander interagiert haben, doch ich kann mich an kein einziges Mal davon erinnern. Es tat mir leid, gute Freundin, doch es musste sein. Ich hatte das Buch in die leichte Jacke eingewickelt, die ich zuvor trug. Erst, als ich mit dem Bus wieder nach Hause fuhr, meine Kirche durchquert hatte und in meinem Sessel im Wohnzimmer saß, holte ich es kurz heraus und sah es mir an. Es sah auf den ersten Blick nicht so düster aus wie das Dämonikum. Es war in einfaches Leder gebunden. Tatsächlich sah es nach Handarbeit aus. Es musste alt sein. Sehr alt. Als ich es aufschlug und meine Augen und meinen Geist auf die undeutlichen, mir unbekannten Zeichen richtete, bekam ich sofort Kopfschmerzen. Diese Zeichen entstammten keines mir bekannten Alphabets. Sie waren sogar anders als einige der Zeichen im Dämonikum. Obwohl ich keines der Schriftzeichen erkannte, kam es mir vor, als würde ich trotzdem ihren Sinn verstehen. Ich wusste nicht, ob 5 Minuten
oder 2 Stunden vergingen, bis ich die ersten Wörter verstand. Es ging um die tiefe Hölle und darum, dass sie zuerst da war. Ich konzentrierte mich weiter, kämpfte mich durch den Schmerz und konnte schließlich noch mehr entziffern. Die tiefe Hölle kam lange vor der Hölle, die ich kannte. Die Hölle war von Gott geschaffen, dann von Luzifer verändert worden. Die tiefe Hölle jedoch war nicht von Gott geschaffen. Hier stand, dass sie das Werk des Ersten, des Wahren wäre. Ich nehme an, damit war dieser heidnische Gott gemeint. Es war anmaßend, dass der Verfasser dieses Buches diesen lächerlichen Gott mit dem einzig wahren Gott verglich. Ich las etwas über die ersten Dämonen und ihre unendliche Boshaftigkeit, darüber, dass die Dunkelheit die wahre Schöpfung sei, und über einen speziellen Dämon namens Kandor. Er wäre eine Art Ritualmeister und würde die gläubigen Jünger dabei anleiten, die benötigten Rituale durchzuführen. Dann ging es um die Kinder des Wahren und darum, sie zu finden. Das war zu viel. Das war alles zu viel für mich. Moment mal. Dort stand, es wären 66 Rituale. Wenn die Deep Hell Association tatsächlich 66 Rituale abhalten würde, würde das noch eine Menge Leben kosten. Das Gewicht dieser unmenschlichen Verbrechen und des dunklen Textes aus dem alten Buch erdrückten mich. Ich warf es beiseite, fiel zu Boden und sank in einen tiefen Schlaf. Im Traum wanderte ich durch ein verlassenes, dunkles Polizeirevier. Überall lag Müll, Akten waren auf dem Boden verstreut und Stühle waren umgekippt. Hier hatte ein Kampf stattgefunden. Ich ging weiter in einen Gang, aus welchem ich eine Art Gesang hörte. Vielleicht war es auch eine Spieluhr, zu der ein paar Kinder sangen. Meine Instinkte sagten mir sofort, dass ich ihnen helfen musste, denn wenn sie hier auf diesem verwüsteten Revier waren, ging es ihnen sicher nicht gut. Doch etwas ganz tief in mir, ein Gefühl sagte mir, ich solle den Stimmen lieber nicht nachgehen. Es war jedoch zwecklos, denn ich hatte sowieso keine Kontrolle über meinen Körper. Es war schließlich ein Traum. Ich erreichte irgendwann eine Art Verhörraum, in welchem das Licht flackerte. Als ich ihn betrat, verstummten die Stimmen und das Licht ging ganz aus. Ich hatte nichts gehört, doch irgendwie wusste ich, dass die Türe hinter mir zugefallen war. Es gab kein Entkommen. Das Licht flackerte, nur für den Bruchteil einer Sekunde, und da sah ich sie, Kinder, die in einem Kreis auf dem Boden saßen, Jungen und Mädchen, die feine Sonntagsklamotten trugen, die einige Blutflecken aufwiesen. Als das Licht das nächste Mal flackerte, sah ich auch, woher das Blut kam. Alle Kinder hatten Säcke aus Stoff über ihren Köpfen, die mit einem dünnen Seil um ihre Hälse festgebunden waren. Alle hatten 2 unförmige Löcher für die Augen. Die Stoffbeutel waren völlig mit Blut durchnässt. Bei Gott, was hatte man den armen Kindern angetan? Obwohl das Licht wieder ausging, wusste ich, dass sie völlig verängstigt sein mussten. Ich wollte ihnen helfen. Das Licht flackerte erneut. Diesmal sahen mich alle Kinder mit den blutigen Säcken über dem Kopf an. Ihre kalten, toten Augen starrten aus den Löchern in den Säcken. Unter den Säcken konnte ich erkennen, dass ihre Kiefer sich bis zu einem unmenschlichen Grad aufdehnten. Ein widerlicher Gestank machte sich hier breit. Dann ging das Licht wieder aus. Ich atmete zu schnell. Mein Herz raste. Dann flackerte das Licht wieder. Eines der verfluchten Kinder war direkt neben mir. Es war ein Mädchen in einem weißen, blutverschmierten Kleid.
Obwohl auch sie einen blutigen Sack auf dem Kopf hatte, wusste ich, dass sie lächelte. Sie hielt ihr Gesicht direkt neben meines und flüsterte mir dann ins Ohr: Lauf! Dann ging das Licht aus und all die gepeinigten Kinderseelen begannen, auf furchtbare, gequälte Art und Weise zu schreien. Dann wachte ich auf. Es war mitten in der Nacht und ich war verwirrt. Wie lange hatte ich geschlafen? War es überhaupt noch derselbe Tag? Und was hatte mich geweckt? Als sich meine Sinne langsam wieder orientierten, bemerkte ich das Klingeln meines Telefons. Ich fragte mich, wer in Gottes Namen mich um 3 Uhr nachts anrief, und sah aufs Display. Ich kannte die Nummer nicht, wusste aber, dass sie einer Behörde in New York gehören musste. Wenn man dazu die Uhrzeit nahm, konnte das nur eines bedeuten. Ich ging ran. »Reverend Joe Carryman? Hier ist Detective Delaney.« »Das habe ich mir gedacht, Detective. Was kann ich zu solch später Stunde für Sie tun?« »Ihre Informationen haben uns beim letzten Mal tatsächlich ein Stück weitergebracht. Ich schätze, es war eine göttliche Fügung, dass ich Sie zum Tatort gelassen habe.« »Es freut mich, dass ich helfen konnte, Detective. Doch Sie rufen mich sicher nicht um 3 Uhr nachts an, um mir zu danken, oder?« »Nein, es fällt mir schwer, Sie darum zu bitten. Ich brauche Ihre Hilfe erneut.« »Das muss Ihnen nicht unangenehm sein. Ich helfe gerne.« »Sie verstehen nicht, Reverend. Es ist noch schlimmer. Sehr, sehr schlimm. Was man diesen Leuten angetan hat, ist unaussprechlich.« Ich schluckte. »Ich verstehe. Ich werde Ihnen trotzdem helfen. Wo soll ich hinkommen?« »Ich schicke jemanden. Er wird Sie in 1 Stunde in der Kirche abholen.« »Danke, Reverend.« Wir legten auf, und das Erste, was ich tat, war, das Licht anzuschalten. Das Licht verjagte die Dunkelheit, und ich fühlte mich besser. Dann legte ich das dunkle Buch beiseite und wusch mich. Da ich noch über 1/2 Stunde Zeit hatte, entschied ich mich dazu, meinen Freund Aiden Goodman anzurufen. Er war ein reicher Autor und hatte selbst ein paar Rendezvous mit dem Bösen gehabt. Seitdem er einem Dämon begegnete, hatte er sich zur Aufgabe gemacht, das Böse zu jagen. Ich erzählte ihm, dass ich da an etwas dran war, und bat ihn, seine Augen offen zu halten und mir Bescheid zu geben, wenn er etwas über diesen Alistair oder die Deep Hell Association herausfand. Er versprach mir, sich zu melden und würde mir alle Unterstützung zur Verfügung stellen, die ich brauchte. Das tat gut. Einfach zu wissen, dass ich in diesem ganzen Albtraum nicht allein war. Der Officer holte mich pünktlich ab und fuhr mit mir in ein Viertel, welches etwas außerhalb lag. Detective Delaney kam aus dem Mehrfamilienhaus, welches mit Graffiti besprüht war und nach Armut aussah. »Danke, dass Sie gekommen sind, Reverend. Ich muss Sie noch einmal fragen, sind Sie sicher, dass Sie sich das antun wollen?« »Gehen wir, bevor ich es mir anders überlege«, antwortete ich. Langsam breitete sich eine Gänsehaut auf meinem Körper aus. Das Verhalten des Detectives sorgte dafür, dass es mir bereits jetzt davor graute, obwohl ich nicht mal wusste, was für ein Anblick mir bevorstand. Als er mich in die Wohnung im 3. Stock führte und ich die Szene sah, war ich nicht so schockiert wie beim letzten Tatort. Zuerst fragte ich mich, wieso der Detective dann so ein Theater darum gemacht hatte. Erst, nachdem ich mich 1 Minute lang umgesehen hatte, wurde es mir klar. Man musste erst verstehen, was die Opfer durchgemacht hatten, um das wahre Grauen zu begreifen. Mir war bereits übel, als ich die Säcke über den Köpfen der Leichen sah. Es war genau so, wie in meinem Traum. Die Säcke waren blutdurchtränkt und die Köpfe darunter waren schlimm deformiert. Man hatte sie in den Säcken zu Tode geprügelt, und zwar nicht gerade zimperlich. Doch das war noch nicht alles. Vorher
hatte man ihm die Hände und Füße verbrannt, bis nur noch verkohlte Stummel übrig waren. Die Schmerzen, die sie erlitten haben, müssen nicht auszuhalten gewesen sein. Die Stimmung hier in der Wohnung war bedrückend. Es lag diese Dunkelheit in der Luft. Besser kann ich es nicht beschreiben, tut mir leid. Jedenfalls fand ich neue Zeichen und fotografierte sie. Das Ritual fand hauptsächlich im Wohnzimmer statt. Dort gab es wieder veränderte Pentagramme, die seltsame alte Schriftzeichen und Schalen mit verbrannten und süßlich riechenden Kräutern. Dann dämmerte es mir. Darüber hatte ich gelesen. Es war ein Ritual aus dem Buch, und ich wusste, wen sie hier beschworen hatten. »Detective, kann ich Sie kurz sprechen?«, fragte ich. Delaney beendete das Gespräch mit einem seiner Kollegen von der Spurensicherung. »Was gibt es, Raff?« »Ich weiß, was das hier für ein Ritual war.« »Was? Tatsächlich?« »Dieses Ritual dient dazu, einen Dämon aus der tiefen Hölle zu beschwören. Sein Name ist Kandor und er ist selbst eine Art Meister der Rituale.« »Hört sich ja wirklich nett an. Was hat das für einen Zweck? Was erhoffen sich diese Spinner davon?« »Ich will Ihnen nicht in Ihren Job reinreden, Detective, aber ich würde diese Leute nicht Spinner nennen. Sie sollten sie ernst nehmen. Die wissen, was sie tun und sind gut organisiert. Dieses Ritual ist eines von 66, die ausgeführt werden müssen, um irgendetwas Größeres zu beschwören. Was genau, weiß ich noch nicht. Vielleicht eine Art heidnischen Gott oder so.« 66? Verdammt. Warten Sie mal, Sie glauben doch nicht, dass das hier echt ist, oder? Ich meine, dass dieser Kram wirklich funktioniert.« »Ich glaube, dass wir das Böse aufhalten müssen, Detective. Egal, ob es Dämonen oder Menschen sind.« Er nickte, fragte mich noch etwas über die Zeichen und das alte Buch aus, welches ich gefunden hatte, und ließ mich dann wieder nach Hause fahren. Ich genoss die 2 Stunden Schlaf, die mir vergönnt waren, und putzte am nächsten Morgen meine Kirche. Um 11 Uhr hielt ich eine Messe, war aber irgendwie abwesend. Diese Ritualmorde ließen mich nicht mehr los. Wie konnte ich hier stehen und von Vergebung, Liebe und der Güte Gottes predigen, wenn dieser verdammte Kult irgendwo in der Nähe Menschen auf grausame Weise opferte? Nachdem ich meine Kirche im Anschluss an die Messe aufgeräumt hatte, kramte ich das Buch wieder heraus, für das ich eine Erinnerung und damit ein kleines Stück meiner Seele verkauft hatte. Vielleicht lag es auch daran, dass ich meine Messe nicht mit voller Überzeugung gelesen hatte. Hatte ich einen Fehler begangen? War ich überhaupt noch ein Diener Gottes? Ich hatte mich mit einem Dämon eingelassen. Vielleicht würde Gott mich verstoßen. Das mochte sein, doch ich konnte nicht dasselbe mit denen machen, die von der Deep Hell Association bedroht wurden. Ich musste ihnen helfen. Ich las und las und las, bekam Kopfschmerzen. Schlussendlich starrte ich stundenlang auf die finsteren Zeichen und Namen und kam doch nicht weiter. Am Abend schlief ich erneut vor dem Buch ein. Das Licht flackerte wieder. Es ging aus, an, aus. Ich sah nackte, blutende Menschen, die mit Seilen an Armen und Füßen gefesselt und in einer Gasse aufgehangen waren. Dann sah ich die Peitschenhiebe. Die Peitschen waren aus Stacheldraht und ihr Peiniger rieb es mit Salz ein, damit die offenen, tiefen Wunden richtig brannten. Um das Geschehen herum hatten sich ein paar Dutzend Personen in roten Kapuzengewändern versammelt. Sie riefen irgendeinen Namen oder Beschwörungsformel. Ich wusste es nicht. Natas Domine Torsa. Natas Domine Dolgas.
Natas. Dann wurde die Gasse dunkel. Unnatürlich dunkel. Hallo, Reverend, sagte eine finstere Stimme. Wer ist da? Komm aus dem Schatten. Oh, glaub mir, Reverend, das willst du nicht. Ich bleibe deinetwillen verborgen. Dein Verstand ist nicht bereit, meine wahre Gestalt zu begreifen. Noch nicht. Bist du der alte Gott, den diese Psychopathen befreien wollen? Ich fühle mich geschmeichelt, doch das bin ich nicht. Du kennst mich. Hast du denn nicht über mich gelesen, Reverend? Kandor, der Meister der Rituale. Richtig. Mir ist aufgefallen, dass du ein großer Fan meiner Arbeit bist. Ich verabscheue dich und deine Werke, und deine Handlanger werde ich aufhalten. Das denke ich nicht. Aber das ist auch nicht der Grund, warum ich zu dir gekommen bin, Reverend. Ich blieb still. Keinesfalls wollte ich sein Spiel mitspielen. Wie sicher bist du dir, dass du über den richtigen Gott predigst? Wie kannst du es wagen? Es gibt nur einen wahren Gott. Sachte, sachte. Mit richtiger Gott meinte ich nicht, ob es der richtige Gott der richtigen Religion ist. Ich meinte damit, ob es der richtige Gott für dich ist. Glaubst du, dieser schwache Gott, dieser Gott des Lichts, würde es befürworten, Handel mit Dämonen zu betreiben? Woher weißt du das? Das spielt keine Rolle. Du bist gottesfürchtig, und das ist gut. Doch du betest zum falschen Gott. Diene dem Ersten, dem Wahren. Er zeigte mir nun Fetzen von Dingen, Rituale, Dämonen, die Deep Hell Association, wie sie Menschen opferten, andere Aufträge ausführten, wie sie etwas suchten. Ich glaube, es war auch ein Buch. Ja, ich erkannte es. Arbeite für uns. Diene dem wahren Gott. Das ist deine Bestimmung. Für einen Augenblick sah ich tiefrote Augen, die in der Dunkelheit lauerten. Dann wachte ich auf. Es war früh am Morgen. Die Sonne schien bereits durch die Fenster und ich fühlte mich ausgeschlafen. Wieso fühlte ich mich so gut? Ich sollte erbost oder verängstigt sein. Schließlich wusste ich, dass dies gerade nicht nur ein Traum war. Der Dämon Kandor hatte mich besucht und er wollte mich in seinen Reihen haben. Hatte er vielleicht sogar recht? Gehörte ich bereits zur dunklen Seite, weil ich einen Teil meiner Seele an einen Dämon verkauft hatte? Nein, ich handelte aus Nächstenliebe. Ich wollte die beschützen, die es selbst nicht konnten. Das waren meine Beweggründe. Aber diese Diskussion mit mir selbst wollte ich jetzt nicht führen. Das konnte ich zu einem späteren Zeitpunkt tun. Viel wichtiger war, was ich gesehen hatte. Ich war mir nicht sicher, ob es die Absicht des Dämons war oder ob ich Glück hatte. Aber ich hatte ein Buch gesehen, nach welchem seine Lakaien suchten. Die Aufmachung, die Schrift auf dem Einband und das Zeichen darauf. Es gab nur ein Buch, das ich kannte, das so aussah. Bisher hatte ich es nur für eine Legende gehalten. Es nannte sich das Buch der Toten. Es enthielt unter anderem angeblich altes, sehr altes Wissen. Wissen über die Zeit vor der Schöpfung. Die meisten jagten es, weil man mit ihm wohl die Toten wieder auferstehen lassen konnte. Was für ein wunderbarer Gedanke, nicht? Einen oder am besten alle geliebten Menschen wieder ins Leben zurückholen, die man je verloren hatte. Doch so einfach war das nicht. Wir haben eine Seele. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht so einfach ist, diese auf die Erde zurückzuholen, wenn sie einmal weitergezogen ist. Das, was man zurückholt, wird also vielleicht nicht ganz der Mensch sein, den man in Erinnerung hat.
Doch ich schweife ab. Sie suchten dieses Buch nicht ohne Grund. Es musste wichtig für sie sein. Wenn ich es zuerst fand, würde ich die Deep Hell Association vielleicht daran hindern, weiter ihre Rituale durchzuführen. Es kam mir in den Sinn, dass dies auch eine Falle des Dämons sein konnte. Doch ich konnte nicht anders. Ich musste versuchen, die Menschen hier zu beschützen. Eigentlich hätte ich nun meine Kirche putzen müssen, und dann wäre es Zeit zum Beten. Doch ich ließ es bleiben. Es war einfach zu wichtig, dieses gottverdammte Buch zu finden. Online gab es eine ganze Menge dazu. Ständig gab es Artikel über diesen alten Mumienfilm mit Brendan Fraser. Tolle Streifen halfen mir aber hier nicht weiter. Es gab viele erfundene Geschichten über das Buch und viele Artikel, die einfach bereits zu alt waren. Dann stach mir einer ins Auge, der neuer war. Und der Name der Zeitung ließ mein Herz fast aus der Brust schlagen. Artikel der Havens Rock Times vom 21.08.2019. Havens Rock war eine Insel, über die ich bereits viel gehört hatte. Mein Freund Aiden Goodman war dabei, als sie durch ein seltsames Erdbeben in zwei gerissen wurde und zu großen Teilen im Meer versank. Ich las den Artikel und staunte nicht schlecht. Es ging um Gerüchte, dass ein berühmtes Buch namens »Das Buch der Toten« auf Havens Rock wäre. Es würde sich in einem Labor in der Innenstadt befinden. Man munkelte, dass es dort analysiert und seine Echtheit bestimmt wird. Das wagte ich zu bezweifeln. Aiden hatte herausgefunden, was dieses Labor wirklich tat. Sie untersuchten das Böse. Und das war mit Sicherheit auch der Grund, wieso sie das Buch hatten. Wenn es auf Havens Rock war, könnte es mit der Insel versunken sein. Ich war zwar nicht außer Form, aber ich war kein Sportler und wusste nicht, wie man taucht. Ich schätzte, dass es an der Zeit war, meinen Freund Aiden anzurufen. Es klingelte 7 Mal, bis die Mailbox ranging. Ich versuchte es ein weiteres Mal, jedoch mit dem gleichen Ergebnis. Anstatt Aiden auf die Mailbox zu sprechen, rief ich Axel an, der nicht nur sein bester Freund, sondern auch seine rechte Hand war. »Reverend, was kann ich für Sie tun?«, fragte Axel, der gleich beim zweiten Freizeichen rangegangen war. »Es ist schön, deine Stimme zu hören, junger Freund. Ich wollte eigentlich Aiden erreichen, weil ich einen Gefallen benötige. Ich erreiche ihn jedoch nicht. Ist mit ihm alles in Ordnung?« Eine lange Pause. So lange, dass ich schon fast fragen wollte, ob er noch da war. »Ich schätze schon. Er ist nicht in Gefahr oder so. Jedenfalls glaube ich das. Ich will ehrlich sein, Reverend. Diese Sache, die Sie ihm erzählt haben, die hat ihn irgendwie fertig gemacht. Er beschäftigt sich nun noch mit diesem Kult namens Deep Hell Association. Es macht ihn fertig, dass er fast nichts über sie herausfinden kann. Er versteht nicht, wie Alistair Gacy noch leben kann und hat es sich sozusagen zur Lebensaufgabe gemacht, dieses Rätsel zu lösen. Ich mache mir wirklich Sorgen um ihn, Reverend.« Jetzt war ich derjenige, der eine Pause verursachte. Ich machte mir nicht nur Sorgen um meinen Freund. Ich fühlte mich auch schuldig. Schließlich war ich es gewesen, der ihn auf diesen Fall aufmerksam machte. »Es tut mir leid. Ich hatte nicht geahnt, dass es ihn so beeinflussen würde.« »Es gibt nichts zu entschuldigen. Wir alle machen diese Arbeit freiwillig. Ich wünschte nur, er würde sich das nicht alles alleine aufhalsen.« »Vielleicht kann ich helfen. Eigentlich hatte ich angerufen, weil ich auf die Insel wollte. Ich wollte nach Havens Rock.« »Havens Rock? Diese verfluchte Insel ist untergegangen, Reverend. Ich habe es selbst gesehen. Dort gibt es nichts mehr.« »Deshalb brauche ich ja eure Hilfe. Ich wollte ein Tauchteam haben, um das Labor zu besuchen. Ich nehme an, du weißt, welches Labor ich meine.« »Ja,
Das Labor, in dem sie das Böse untersuchten. Wozu, Reverend? Sie hatten dort unter anderem ein Buch. Ein dunkles und altes Buch. Eines, das mit der tiefen Hölle und diesem heidnischen Gott zu tun hat. Ich weiß, dass die Deep Hell Association es sucht. Wenn wir es haben, haben wir einen Vorteil und können die Sache beenden. Dann ginge es Aiden sicher besser. Axel überlegte kurz. Ein Team und ein Schiff kann ich Ihnen ohne weiteres zur Verfügung stellen. Doch es wird nicht leicht, nach Havens Rock zu kommen. Der ganze Raum auf See ist abgeriegelt. Nicht nur, dass dort Teile der Insel immer noch aus dem Meer ragen und Schiffe zerstören könnten. Soweit wir wissen, gibt es dort auch Vorkommnisse. Seltsame Vorkommnisse. Dinge verschwinden. Dinge, die keinen Sinn ergeben, tauchen auf. Aiden vermutete, dass der Leuchtturm von Havens Rock uns vor irgendetwas geschützt hat. Jetzt, wo er weg ist, ist es dort sehr gefährlich. Gibt es eine Möglichkeit, trotzdem eine Genehmigung zu bekommen? Sagen wir, für eine Art Forschungsreise? Axel verstand. Er sagte, er würde sehen, was er tun könne. Es war schon erstaunlich, was genug Geld einem alles auf dieser Welt ermöglichen konnte. Nach weniger als einer Woche rief er mich zurück und sagte mir, dass wir grünes Licht hätten. Wir hätten jedoch nur einen einzigen Versuch, da sie die Beziehungen zu den Behörden nicht zu sehr strapazieren wollten. Noch am selben Abend sollte ich abgeholt werden, und ich dachte, es wäre eine gute Idee, Detective Delaney Bescheid zu geben. Ich war etwas überrascht, als die Stimme am Telefon mir sagte, dass diese Nummer nicht vergeben sei. Zuerst dachte ich, ich hätte einen Fehler gemacht, doch dann wurde mir klar, dass ich seinen Namen im Telefonbuch nur angeklickt hatte. Ich hätte mich nicht beim Eingeben der Nummer vertippen können. Diese Nummer hatte bis zuletzt funktioniert. Nachdem ich es ein zweites Mal probiert hatte und mit dem gleichen Ergebnis konfrontiert wurde, beschloss ich, in seinem Department anzurufen. New York Police Department, Distrikt 7, was kann ich für Sie tun? Hier ist Reverend Joe Carryman. Ich arbeite für Detective Delaney, kann ihn aber nicht erreichen. Könnten Sie ihn kurz ans Telefon holen? Hier arbeitet niemand, der so heißt. Wie bitte? Ich spreche von Detective Delaney. Ich war mit ihm an verschiedenen Tatorten. So jemanden gibt es hier nicht, Sir. Er hat am Fall der Deep Hell Association gearbeitet. Die Ritualmorde. Erwähnen Sie nie wieder diese Leute. Sir, es tut mir leid. Ich kann nicht... Bitte, rufen Sie nie wieder an. Dann legte er auf. Verdammt. Dass er nicht mit mir darüber sprechen wollte, machte mir klar, dass er etwas wusste. Ich war mir sicher, dass Detective Delaney in Schwierigkeiten war. Vielleicht war er der Deep Hell Association zu nahe gekommen und war jetzt untergetaucht. Ich hoffte, dass es ihm gut ging und nahm mir vor, ihn zu suchen, sobald ich das Buch der Toten hatte. Einen Tag später kam ich in einer Stadt namens Northbourne an, die an der Küste lag, von welcher man aus nach Havens Rock gelangen konnte. Ich lernte die Taucher kennen. Tom, Bonnie und Mitch. Die nächsten 4 Tage verbrachte ich mit Tom, der unser Teamleader sein würde. Er brachte mir alles bei, was ich für den Tauchgang wissen musste. Mir war klar, dass er etwas genervt war und viele Fragen hatte. Es gefiel ihm nicht, dass er mit einem Zivilisten, der keine Taucherfahrung hatte, auf eine so gefährliche Mission gehen musste. Doch es ging nicht anders. Ich musste dabei sein, und ich nahm an, dass man ihn und sein Team dafür fürstlich entlohnte. Also schluckten sie all ihre Fragen über die seltsame Natur dieser Mission hinunter und taten ihre Arbeit. Es war am 5. Tag, als wir das Schiff betraten, welches uns zur untergegangenen Insel bringen würde. Ich hatte mich sehr gefreut, dass Axel an Bord war. Ich ging auf ihn zu
und schüttelte ihm die Hand, jedoch die linke. »Was ist passiert, junger Freund?« Ich nickte in Richtung seines rechten Armes, welcher in einer Schlinge steckte. »Habe einen Dämon in Fresno ausgetrieben. Gebrochene Schulter. Keine Angst, der andere sieht schlimmer aus, Reverend«, sagte Axel mit einem Lächeln auf den Lippen. Wir fuhren los und Tom, der Anführer, versammelte uns in einem kleinen Raum unter Deck für eine kleine Ansprache. »Okay, Leute, wir wissen alle, dass das hier ein wenig seltsam ist. Nichtsdestotrotz hat jeder von uns das Geld angenommen und den Auftrag akzeptiert. Unsere Aufgabe wird es sein, den guten Reverend unbeschadet in ein Gebäude unter Wasser und wieder hinauszubringen. Soweit ich weiß, ging es um ein wichtiges religiöses Buch in diesem Labor, oder nicht, Reverend?« Tom, der kurzes braunes Haar hatte und ein Jeanshemd trug, blickte zu mir. »Ja, richtig. Es ist von großem Wert. Von großem spirituellem Wert, sozusagen.« Tom nickte. »Na dann. Ich gehe davon aus, dass auch jedem hier bekannt ist, welche wilden Gerüchte über den Ort im Umlauf sind. Haven's Rock, die Insel des Bösen. Geister, Dinge aus anderen Welten und weiß Gott was. Ich will mich gar nicht dazu äußern, ob ich das für die Wahrheit oder den puren Aberglauben halte. Was ich jedoch weiß ist, dass hier wirklich etwas seltsam ist. Es gibt Strömungen, die aus dem Nichts auftauchen. Teile von Flugzeugen oder Schiffen werden von diesen getragen. Völlig egal, ob es einfach eine Laune der Natur oder ein Trick des Teufels persönlich ist, will ich, dass wir auf der Hut sind. Wir alle sollten wachsam sein. Bei allem Respekt, ich will niemanden verlieren, wenn es nur um ein verfluchtes Buch geht. Sorry, Reverend. Ich nickte. Er hatte ja keine Ahnung, wie recht er hatte, wenn er verfluchtes Buch sagte. Danach zogen wir unsere Ausrüstung an und gingen an Deck. Ich brauchte nicht mal in ihre Gesichter zu sehen, um zu wissen, dass sie es alle spürten. Diese Vibration. Etwas lag in der Luft. Jetzt wurde mir auch etwas mulmig zumute. Nicht mal wegen der Vibration und dem verfluchten Ort, sondern weil ich jetzt gleich wirklich 100 Meter tief tauchen würde. Bisher hatte Tom mit mir nur an der Küste oder bei schlechtem Wetter sogar im Schwimmbad geübt. Doch es war in Ordnung. Ich würde einfach alles genauso machen wie im Training. Dann würde alles gut werden. Tom sah, dass ich nervös war, legte mir eine Hand auf die Schulter und nickte mir zu. Er war ein guter Anführer. Ich hoffte wirklich, dass es ein einfacher Tauchgang werden würde. Schnell rein, das Buch finden und wieder heraus. Ich atmete einmal tief durch und gemeinsam mit den anderen ließ ich mich nach hinten fallen. Obwohl der Neoprenanzug wirklich gut war, versetzte die Kälte des Wassers mir einen kleinen Schock. Ich akklimatisierte mich schnell. Dem Herrn sei Dank war es heute recht sonnig und am Himmel war keine einzige Wolke zu sehen. Das sorgte dafür, dass wir unter Wasser eine recht gute Sicht hatten. Und bei Gott, es war atemberaubend. Ich sah Teile der Insel. Ich sah sogar den Leuchtturm. Da war die Stadthalle und weiter hinten das Kloster. Diese Gebäude waren gut einsehbar, weil sie höchstens 20 Meter unter der Wasseroberfläche lagen. Das Labor lag jedoch in der Innenstadt, und diese war ein Stück weiter unten, ungefähr 100 Meter unter der Meeresoberfläche. Es beruhigte mich, dass ich Bonnie und Mitch neben mir sah, welche mir beide den Daumen nach oben zeigten. Tom war hinter uns, das wusste ich. Er wollte mich im Auge behalten. Auch das gab mir das Gefühl, absolut in Sicherheit zu sein. Mir konnte nichts passieren, oder? Langsam begannen wir hinabzusteigen. Es war ein Prozess, der mir nicht sonderlich gefiel, denn umso tiefer wir sanken, umso weniger Sonnenlicht drang durch das Wasser. Als wir bei ungefähr 75 Meter unter der Wasseroberfläche angelangt waren,
änderte sich etwas. Und beim Allmächtigen, es änderte sich schnell. Das Erste, was ich sah, war ein weißer Blitz. Ein verdammter weißer Blitz. Doch ich sah ihn nicht hoch über mir, irgendwo am Himmel. Nein, ich sah ihn vor mir, tief unter Wasser. Dann wurde es plötzlich dunkel, richtig dunkel. Wir alle hatten unsere grellen Lampen, welche an unseren Taucheranzügen befestigt waren, bereits eingeschaltet, doch sie brachten uns nichts. Die Dunkelheit öffnete ihr Maul und verschlang uns. Ich sah Dinge vor mir umherhuschen, schnelle Dinge, große Dinge. Ich hörte das Rauschen eines Meeres, so, als wäre ich nicht unter Wasser, sondern an einem Strand. Dann kam etwas Licht zurück, und wir alle spürten die Strömung. Mitch packte mich am Arm und zerrte mich herunter. Zuerst war ich verwirrt, verstand jedoch schnell, dass Tom den Befehl gegeben hatte, weiter runterzutauchen. Er vermutete wohl, dass die Strömung dort nicht zu stark war und wir vielleicht sogar in einem der Gebäude Schutz fanden. Kurz bevor wir auf dem Grund ankamen, sah ich über uns und verstand nun, wieso Tom nicht auftauchen wollte. Dort, ungefähr 20 Meter über uns, wirbelten nicht nur Trümmer, sondern ganze Schiffe umher. Woher in Gottes Namen waren die gekommen? Eines sah aus, als entstammte es dem 16. Jahrhundert, doch es war kein Wrack, es war nagelneu. Und ich weiß, sie werden mich für verrückt halten, denn das ist nicht möglich. Doch da waren Männer an Bord. Ich schwöre es bei meinem Leben, da waren Männer an Bord, die verzweifelt um ihr Leben kämpften. Die weißen Blitze kamen wieder, das Vibrieren um uns herum wurde stärker. Es dauerte eine gefühlte Ewigkeit, bis wir eines der Häuser erreicht hatten. Es gab einen kleinen Riss in der Fassade und wir tauchten alle dort hinein. Im Gebäude selbst war das Wasser nur bis zu einem bestimmten Punkt gedrungen, so dass wir auftauchen und uns an Land begeben konnten. Wir standen in einer Art Wohnzimmer. Tom legte seine Maske und seine Sauerstoffflasche ab und kam zu mir herüber. Er packte mich am Kragen und drückte mich gegen eine der Wände. Haben Sie das gewusst? Haben Sie gewusst, dass das passiert? Hat das etwas mit diesem Buch zu tun, Reverend? Ich konnte verstehen, dass er wütend war. Ich versichere Ihnen, dass ich nicht wusste, dass so etwas hier passiert. Bei Gott, glauben Sie dann, dass ich darauf bestanden hätte, mitzukommen? Und soweit ich weiß, hat dies nichts mit dem Buch zu tun. Es ist wohl die Insel, die verfluchte Insel. Ich hätte die Dunkelheit, die sie umgibt, ernster nehmen sollen. Es tut mir leid. Er ließ mich herunter. Ich glaube Ihnen. Wenn es nichts mit dem Buch zu tun hat, dann ist es, wie Sie sagen, diese seltsame Insel. Und damit mache ich Ihnen keinen Vorwurf mehr. Wir alle kannten die Gerüchte genauso gut wie Sie und haben trotzdem zugesagt. Sie trifft keine Schuld. Seht euch das an, rief Bonnie mit bebender Stimme. Wir drehten uns zu ihr und sahen, dass sie im Wasser stand. Doch das hätte eigentlich nicht möglich sein sollen. Das Gebäude lag schräg, so, dass sich der Boden des hinteren Teils des Wohnzimmers absenkte. Dort drang auch das Wasser ein, durch den Riss, durch den wir reingekommen waren. Wir waren hier im zweiten oder dritten Stock, und dort, wo Bonnie stand, war der Riss gewesen. Sie hätte versinken müssen. »Wie kann das sein?« fragte Mitch. Ich ging mit ihm zu Bonnie hinüber und sah mir das Phänomen selbst genauer an. Hier war nirgendwo mehr ein Riss zu finden. Das Wasser stand mir nur bis zu den Knöcheln. Es war eine Pfütze. Wir waren nicht mehr an dem Ort, an dem wir Schutz suchten. Wir waren ganz woanders. »Was zum Teufel?« rief Tom plötzlich. Er hatte die Türe geöffnet, die aus dem Wohnzimmer hinausführte. Anstatt eines Flures oder eines weiteren Zimmers sahen wir einen langen, dunklen Gang,
welcher nur von ein paar Fackeln erhellt wurde. Der Boden und die Wände bestanden aus groben, unbearbeiteten Steinen. Der Gang sah aus, als wäre er Teil einer alten Burg. Dort, wo sich der alte Gang und die Türe des Wohnzimmers trafen, war der Boden mit weißen, schwach leuchtenden Linien überzogen, die fast wie die Blitze von vorhin aussahen. »Ich glaube, es hat etwas mit dem Leuchtturm zu tun«, sagte ich trocken. »Mit dem Leuchtturm? Wieso? Was hat das hier mit dem Leuchtturm zu tun?« fragte Bonnie und zog eine Augenbraue hoch. »Mein Freund Aiden Goodman, der all das hier möglich gemacht hat, beschäftigt sich mit solchen Dingen, mit dunklen Dingen. Er jagt sie und beschützt die Menschen. Über Havens Rock wusste er eine ganze Menge. Seiner Meinung nach war der Leuchtturm nicht nur ein Leuchtturm. Angeblich beschützt er unsere Welt vor irgendetwas. Er war eine Art Grenzmauer. Jetzt, wo er nicht mehr steht, ist wohl etwas durchgebrochen. Oder alles ist zerbrochen. Ich weiß es auch nicht. Vielleicht sollten wir den Leuchtturm suchen.« »Den Leuchtturm suchen? Und was dann?« fragte Mitch. »Ich glaube, wir sind nicht mehr in der Welt, die wir kennen. Wenn wir zum Leuchtturm gelangen, der eine Art Ankerpunkt ist, kommen wir zurück.« Ich hoffte, dass meine Erklärung gut genug war. »Na gut, ich schätze, wir haben sonst keine großartige Wahl. Das ist verrückt, aber wir machen es. Wir gehen weiter und suchen den Turm oder etwas, das auf ihn hinweist. Bleibt zusammen, ich gehe voraus.« Tom setzte sich in Bewegung und wir folgten ihm. Da der Gang nur wenig beleuchtet war, machten wir unsere Lampen erneut an und erhellten ihn ein wenig. Es schockierte uns ein wenig, dass wir trotz des Lichts das Ende des alten, vermoderten Ganges nicht sehen konnten. Zu unserer Rechten gab es ab und zu schwere Türen aus Holz. Dahinter gab es entweder einen leeren Raum oder nur einen weiteren Teil der Mauer. Trotzdem überprüften wir jede der Türen. Nach ungefähr einer Stunde fand ich ein goldenes Zigarettenetui in einem der Räume. Es sah eigentlich recht hübsch aus, doch ich dachte mir, dass man hier an diesem verfluchten Ort lieber nichts an sich nehmen sollte. Als wir an die nächste Türe kamen, zögerten wir. Es war das erste Mal, dass wir ein Geräusch aus einer der Türen hörten. Es klang, als ob jemand etwas auf Papier schrieb und dabei summte. Vorsichtig öffnete Tom die Tür und wünschte sich sogleich, er hätte es lieber nicht getan. Was wir dort sahen, ließ mir das Blut in den Adern gefrieren. Es war eine Art Atelier, Leinwände, fertige Bilder, ein Hocker, auf dem ein Maler saß und an seinem neuesten Werk arbeitete. Das war an sich nichts Ungewöhnliches, oder? Nun ja, der Maler selbst war bis zur Unkenntlichkeit verbrannt. Falls er Klamotten getragen hatte, waren diese unwiderruflich mit seinem Fleisch verschmolzen. Trotz allem schien er keine Schmerzen zu haben. Er setzte seine Pinselstriche gezielt und schien uns nicht mal zu bemerken. Seine Bilder waren grauenhaft. Der Stil an sich war gut und seine Techniken sicher perfekt, doch das, was sie darstellten, war das pure, unverfälschte Grauen. Dunkle Strände, ein schwarzes Meer und widerwärtige Kreaturen, die darin lebten. »Sir, können Sie uns sagen, wo es hier rausgeht?« fragte Tom. Der Maler hielt inne. Er hatte uns bemerkt. Eine Antwort bekamen wir jedoch nicht. »Wissen Sie, wo der Leuchtturm ist, werter Herr?« fragte ich. »Der Leuchtturm? Hinter dem Labor. Doch so weit kommt ihr nicht. Versteckt euch lieber. Hier ist es gefährlich. Folgt dem Gang, wenn ihr unbedingt wollt. Aber nehmt euch vor ihnen in Acht.«
Danach widmete er sich wieder seinem Bild, und wir alle waren uns einig, dass es besser war, den verbrannten Maler nicht weiter zu stören. Wir verließen den Raum und gingen weiter den Gang entlang, so wie er es uns gesagt hatte. Wir sprachen nicht, doch es war ersichtlich, dass sich jeder von uns Gedanken machte. Was hatte der Maler wohl gemeint? Vor wem sollten wir uns hier bloß in Acht nehmen? Vielleicht vor den dunklen, schleimigen Kreaturen in seinen Bildern? Hatten die ihn so zugerichtet? Gut möglich. Es dauerte eine weitere halbe Stunde, bis wir auf die nächste Türe trafen. Tom und ich waren der Meinung, wir sollten sie ignorieren und einfach weitergehen, so wie der Maler es uns gesagt hatte. Schließlich wussten wir nicht, welches Grauen dort eventuell lauern könnte. Mitch war jedoch anderer Meinung. Er sagte immer wieder, dass wir nicht einfach einer wandelnden Leiche trauen konnten und dass wir vielleicht nach einem lebenden, normalen Menschen suchen sollten, der uns Auskunft über unseren Aufenthaltsort geben konnte. Entgegen unserer Warnungen öffnete er die Tür. Die Frau stolperte geradewegs in seine Arme. Zuerst dachte ich, sie wäre mit einer Art Öl bedeckt, doch dann dämmerte es mir. Sie war voll von dem Schleim der Kreaturen, die auf den Bildern des Malers zu sehen waren. Das ätzende Zischen ertönte noch vor Mitch erstem Schrei. Der Schleim fraß sich in Sekundenschnelle durch seine Haut und sein Fleisch. Sofort versuchte Tom, die Frau von ihm wegzuziehen, verbrannte sich dabei jedoch die linke Hand schwer. Ich nahm mir meinen Sauerstofftank, den wir alle unnötigerweise mit uns herumschleppten, und schlug damit auf das mit Schleim bedeckte Wesen ein, das Mitch immer noch in seiner tödlichen Umarmung hielt. Es sah irgendwie so aus, als würde sie ihn absorbieren. Tom hatte mehr Kraft als ich und schlug mit seinem Sauerstofftank immer wieder auf den Schädel der mutierten Frau ein. Schließlich kippte sie leblos von Mitch herunter. Ihr Schädel war gespalten und sie zuckte nur noch gelegentlich. Doch es war zu spät. Die Hälfte von Mitchs Körper hatte keine Haut mehr und kaum noch Muskulatur. Blut spritzte aus freigelegten Arterien, die nun nicht mehr miteinander verbunden waren. Sein hautloses Gesicht zeigte einen Ausdruck starren Entsetzens. Er war tot. Bonnie weinte und ließ sich auf die Knie fallen, während ich irgendwie versuchte, mich um Toms Hand zu kümmern. Das Einzige, was ich tun konnte, war, die restlichen, winzigen Partikelchen des schwarzen Schleims zu entfernen. Ich hatte weder Verbandszeug noch Salbe oder Desinfektionsmittel bei mir. Tom war still. Ich wusste, was er dachte. Sie hatten zwar alle des Geldes wegen zugestimmt, doch Mitch war tot, weil ich unbedingt dieses Buch haben wollte. Das würde er mir nie verzeihen. Und ich mir selbst wahrscheinlich auch nicht. Doch wir mussten weiter, wenn wir leben wollten. Und wenn ich das Buch haben wollte. Denn ich hatte noch nicht aufgegeben. Laut dem Maler lagen das Labor und der Leuchtturm in derselben Richtung. Wahrscheinlich sogar nah beieinander. Das ergab Sinn, denn auf der Insel war der Leuchtturm auch nicht weit entfernt von der Innenstadt gestanden. Dieses ganze Dilemma musste einen Sinn haben. Wenn ich mit dem Buch die Deep Hell Association aufhalten konnte, war Mitchs Tod immerhin nicht umsonst. Unsere Stimmung wurde erst einige Stunden später wieder gehoben, als wir eine Tür fanden, die das Ende des Ganges darstellte. Vor uns lag ein weiterer Flur, welcher jedoch grundlegend anders aussah als der vorherige. Ohne zu zögern betraten wir ihn und sahen uns um. Der Flur sah aus wie der eines Gefängnisses oder eines Krankenhauses, vielleicht wie eine Mischung aus beidem. Der Boden war schmutzig und an einigen Stellen klebte Blut. Anstatt Türen aus Holz hatten wir nun Zellentüren zu unserer Linken. Manche standen offen und waren meistens leer. Ab und zu fand man hier Spritzen und Reagenzgläser. Ich glaubte, das hier war eine Art
verlassene Testeinrichtung. In einigen der Zellen fanden wir eine Art kleinen Teich und untersuchten ihn ein wenig. Es war Süßwasser und Tom war bereit, es für uns zu testen. Als es ihm auch nach einer Stunde noch gut ging, tranken wir beiden anderen auch davon. Es gelang Tom sogar, die letzte verbliebene Sauerstoffflasche zu leeren und sie mit Wasser zu füllen. Er war der Meinung, dass, falls wir hier rauskamen, wir die 100 Meter auch ohne Sauerstoff auftauchen konnten. Ohne Wasser hingegen würden wir keine 3 Tage überleben und wir wussten nicht, wann wir am Leuchtturm ankommen würden. Während er das tat, gelang es Bonnie tatsächlich, 2 Fische zu fangen. Das Problem war nur, dass wir nichts hatten, um ein Feuer zu entzünden. Wir nahmen die Fische mit und gingen weiter den Flur entlang, während wir nach etwas Feuerholz suchten. Tom war zuversichtlich, dass er ein Feuer machen konnte, wenn er ein paar trockene Zweige und 2 dünne Äste hatte. Es stellte sich heraus, dass das überhaupt nicht nötig war. Etwas weiter, den Gang entlang, fanden wir ein paar Spinde. Dort drinnen fanden wir unter anderem eine Hausmeisteruniform mit dem Namen Mr. Richards, eine verschimmelte Schachtel Donuts und ein Feuerzeug. Wir verbrannten die Uniform und grillten die Fische in dem Feuer. Es war zwar nur ungesalzener, grätiger Fisch, aber nach diesem Tag schmeckte er besonders gut. Obwohl ich mir nicht sicher war, ob es erst ein Tag war, konnten es vielleicht schon 2 Tage sein? Oder gar 3? Hier gab es nur das flackernde Licht der Glühbirnen an der Decke. Es ging keine Sonne auf oder unter. Und davor waren wir in dem mittelalterlichen Gang mit den Fackeln gewesen. Auch hier gab es keine Fenster. War es gestern, als wir hier ankamen? Oder vorhin? Oder war es schon länger her? Ich bemerkte, dass ich völlig das Zeitgefühl verlor und konzentrierte mich schnell auf etwas anderes, um mich abzulenken. Das Buch, ja, das Buch der Toten. Ich brauchte es. Ich würde alles daran setzen, es zu bekommen. Ich war zwar hier in diesem Albtraum gefangen, doch ich hatte nicht vergessen, warum ich das alles tat. Ich musste die Deep Hell Association aufhalten. Keines ihrer Rituale durfte mehr ausgeführt werden. Vielleicht konnte ich ihnen eine Falle stellen, aber dazu würde ich die Hilfe von Detective Delaney brauchen. Ich wurde aus meinen Gedanken gerissen, als ich über ein altes Kabel in der Testeinrichtung stolperte. Saßen wir nicht gerade noch am Feuer und aßen den grätigen Fisch? Oder war das gestern gewesen? Verdammt, diese Welt machte mich verrückt. Und ich glaube, Tom und Bonnie ging es genauso. Nach einer weiteren Stunde, das glaubte ich zumindest, erreichten wir eine Tür, die auch diesen Gang beendete. Wir nahmen sie, genau wie die letzte, ohne darüber nachzudenken. Diesmal war jedoch alles anders. Hier gab es keinen Gang. Wir standen mitten in Gebüschen und blickten auf etwas, was wie ein Dorfplatz aussah. Es war jedoch kein Dorf, wie wir es kennen, sondern eines aus dem 17., vielleicht dem 16. Jahrhundert. Da es tiefe Nacht war, waren einige Laternen an manchen Häusern angezündet. Erst kurz darauf sahen wir all das Blut. Oh, es war so viel Blut. Hier muss etwas Furchtbares passiert sein. Dann sahen wir die Frauen an den Kreuzen und die Hexen. Es waren alte, widerliche Weiber. Sie sahen genauso aus, wie man sich Hexen vorstellen würde. Oh, und woher wir wussten, dass sie Hexen waren? Nun, wir nahmen es nicht einfach nur an, weil sie alt und unattraktiv waren, falls sie das dachten. Eine von den 7 Hexen hielt einen Kelch in der Hand, welcher offensichtlich mit Blut gefüllt war. Die anderen schienen, ich weiß auch nicht. Ich würde sagen, sie webten einen Fluch, und zwar mit ihren Händen. Man sah eine Art lila Rauch, der sich um ihre Hände bildete, und dabei sprachen sie Worte, die ich nicht verstand,
die sich aber nicht so anhörten, als wären es liebgemeinte Komplimente. Uns dreien war klar, dass sie nichts Gutes mit den Frauen an den Kreuzen vorhatten. Sie lebten noch, doch wie lange konnten wir nicht sagen. Die Armen weinten, bettelten und schrien gelegentlich. »Weint nicht, meine Lieben, erfreut euch. Das Ritual, an welchem ihr teilhaben dürft, ist etwas Besonderes. Es ist nötig, damit in 400 Jahren die Siegel gebrochen werden können und unser Meister, Luzifer, frei ist. Wir werden nun die Nadeln vorbereiten und sind gleich wieder bei euch. Nicht weglaufen, meine Hübschen!« krächzte die Hexe mit dem Kelch. Ich warf einen Blick auf den Berg der Insel, auf welchem das Kloster lag. In meiner Zeit war Luzifer bereits befreit worden. Deshalb war Haven's Rock untergegangen. Aiden, meine Freunde und ich hatten ihn dann bezwungen. »Sie gehen los! Lasst uns den Frauen helfen!« verlangte Bonnie und setzte sich bereits in Bewegung. Sie gab uns keine Chance zu antworten. Vielleicht war das auch besser so, denn den Frauen zu helfen, war definitiv die richtige Entscheidung. Tom und ich folgten ihr und schlichen uns vorsichtig zu den Kreuzen, während die Hexen in einem der Häuser des Dorfes verschwanden. »Haben Sie keine Angst, wir werden Ihnen helfen«, sagte Bonnie. Als ich ebenfalls an den Kreuzen ankam, wusste ich, dass dies nicht geschehen würde. Die Frauen waren nicht ans Kreuz gebunden, sondern genagelt worden. Die dicken Nägel steckten tief im festen Holz. 4 in den Füßen und jeweils 3 in den Händen. Tom zog daran, merkte aber schnell, dass er damit nichts erreichen würde. Die Frauen waren übel zugerichtet und konnten kaum noch den Kopf heben. »Tötet uns«, verlangte eine von ihnen. »Was? Nein! Wir werden euch retten!« »Ihr könnt uns nicht retten, Fremde. Tötet uns, dann müssen wir nicht mehr leiden«, flehte sie. Sie hatte recht. Wir hätten sie erschlagen sollen. Doch ich konnte es nicht. Und Tom genauso wenig. Das sah ich ihm an. »Wisst ihr, wo wir den Leuchtturm finden?«, fragte ich schließlich. »Leuchtturm? Meint ihr das Licht, Fremder?« fragte eine andere Frau. »Ja, ja, das große Licht.« »Es ist im Wald, in einer verfluchten Höhle. Geht dort aber lieber nicht hin. Bewohner unseres Dorfes haben es gesucht und sind nie wiedergekommen«, warnte sie uns. Dann hörten wir ein Geräusch hinter uns. Die Hexen kamen aus dem Haus zurück. »Wir müssen gehen«, flüsterte Tom. »Nein, tötet uns. Ich bitte euch, tötet uns.« »Wir können nicht gehen. Wir lassen sie nicht im Stich«, sagte Bonnie. Die Hexen verließen das Haus und machten sich auf den Weg zum Dorfplatz. Ich rannte so schnell ich konnte. Bis heute plagt mich mein Gewissen. Ich hätte die Frau nicht retten können. Aber ich hätte ihr Leid beenden können, wenn ich nicht so ein verfluchter Feigling gewesen wäre. Doch es waren nicht nur die Frauen am Kreuz. Tom war direkt hinter mir, als ich in die Büsche stürzte. Doch Bonnie war es nicht. Sie war noch bei den Kreuzen und versuchte, die Füße einer der Frauen zu befreien. Sie merkte nicht mal, dass die Hexen bereits hinter ihr standen. Wir hörten nicht genau, was sie sagte, denn Bonnie schrie, als sie gepackt wurde. Doch sie rochen an ihr, und es ging wohl darum, dass sie nicht hierher gehöre. Das hielt sie nicht davon ab, sie auch an ein Kreuz zu nageln und bei lebendigem Leibe zu verbrennen, nachdem sie irgendwelche Nadeln in ihre Augen gerammt hatten. Wir hätten nicht zusehen müssen, taten es aber beide. Es war unsere Strafe dafür, dass wir Bonnie im Stich gelassen hatten. Ihre Schreie, während sie brannte, waren furchtbar. Schweigend drehten wir uns um, als es vorbei war, und gingen Richtung des Waldes. Schon bald sahen wir das Licht, welches sich durch den dunklen Wald bewegte, und wanderten darauf zu. In diesem Moment wünschte ich mir wirklich, ich hätte meine Bibel bei mir.
Sie spendete mir stets Trost und Hoffnung. Und bei Gott, das konnte ich jetzt beides gebrauchen. Wir brauchten nicht lange, um die kleine Höhle zu finden, aus der das helle Licht strahlte. Wir krochen beide nacheinander hinein. Ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, wie lange es her war, dass wir uns vom Schiff aus haben ins Wasser gleiten lassen. Es mussten 2 oder 3 Tage gewesen sein. Als das grelle Licht uns nicht mehr blendete und sich unsere Augen an die neue Umgebung gewöhnt hatten, sahen wir, dass wir in einem modernen Gebäude waren. Es sah aus wie ein Labor. Das ist es. Das Buch muss hier sein. Vergessen Sie dieses verdammte Buch. Ich will hier raus. Sie verstehen nicht. Es hängen Leben davon ab. Unter anderem Kinderleben. Wenn ich es an mich nehmen und wegschließen kann, können wir diesen Leuten und den Kindern helfen. Bitte lassen Sie mich das tun, flehte ich. Tom dachte offensichtlich an Bonnie und biss sich auf den Lippen herum. Na schön, aber beeilen Sie sich, verdammt nochmal. Ich war vorher nie in diesem Labor gewesen, aber ich glaube, es sah anders aus als vorher. Eine Seite der Wände war durch Glasscheiben ersetzt worden, durch die man das Meer sehen konnte. Dann fielen mir 2 Dinge auf. Es lag ein Buch auf einem Podest, auf welchem eine Glaskuppel war. Dann war da vorne eine Tür, und von ihr ging eine unglaubliche Vibration aus. Das musste die Tür zum Leuchtturm sein. Ich hetzte hinüber zum Podest und nahm das Buch an mich. Ich konnte nicht lesen, was auf dem Ledereinband stand, aber ich wusste, ich spürte, dass es das Buch der Toten war. Turm wurde auch neugierig und gesellte sich zu mir. Und, was steht drin? Ich weiß es nicht. Ich schlug intuitiv eine Seite auf. Es geschah irgendwie ganz von selbst. Ich konnte mich nicht dagegen wehren. Ich las. Am Anfang ward der Erste, der Wahre. Nach ihm kam der Zweite, der Falsche. Der Falsche war das Licht, und das Licht hat er so geschaffen, dass es die Dunkelheit verdrängte. Den Zweiten nannten sie Gott, den Schöpfer des Lichts. Das Licht, Gott, war aggressiv und verbannte die Dunkelheit zusammen mit dem Ersten. Doch der Erste hatte vorher die tiefe Hölle, die ersten Dämonen und die großen Männer geschaffen. Und die großen Männer töteten Gott für sein Verbrechen. Um den Ersten aus seiner Verbannung zu holen, müssen seine Kinder das Ritual vollziehen. Wenn der Stern Gallifreyus den Himmel erhält, kann die Dunkelheit zurückkehren. Das Portal wird sich öffnen. Der Herrscher und der Schöpfer der tiefen Höllen kehrt zurück. Ruft seinen Namen, ruft Satan. Sein Reich komme, sein Wille geschehe, wie in der Hölle, so auf Erden. Im Namen des Todes, des Hasses, in finsterer Ewigkeit. Amen. Satan, es war Satan, und offenbar war er so mächtig wie Gott. Irgendwie wusste ich, dass das Buch, zumindest zu großen Teilen, die Wahrheit sagte. Bisher hatte ich angenommen, Satan sei einfach eine Bezeichnung für den Teufel, also Luzifer. Doch ich lag falsch. Satan war so mächtig wie Gott, und er würde kommen. Ich zitterte am ganzen Körper, als Tom mich packte. Kommen Sie, wir müssen hier weg. Haben Sie es nicht gelesen? Satan, er wird kommen. Ja, ich hab's gelesen. Satan ist jetzt nicht hier, und wir müssen hier raus. Danach war alles verschwommen, im wahrsten Sinne des Wortes. Tom zerrte mich durch die Tür. Ich sah den Leuchtturm, und dann war da Dunkelheit. Kälte, etwas erdrückte mich. Es war das Wasser. Wäre ich allein gewesen, hätte ich einfach das Buch der Toten umklammert, bis ich ertrunken wäre. Doch Tom zog mich mit sich. Er wollte wohl nicht noch jemanden verlieren. Ich konnte erst wieder klarer denken,
als wir an der Wasseroberfläche ankamen. Noch nie hat es sich so gut angefühlt, Sauerstoff einzuatmen. Wir trieben einige Zeit umher, bis das Schiff uns fand, von dem wir unsere Reise aus begonnen hatten. Ich war wirklich froh, dass Axel so lange gewartet hatte. Er war ein guter Kerl. Wir wurden an Bord geholt und bekamen Decken und etwas zu trinken. Axel kam kurz darauf zu mir und sah wirklich verblüfft aus. »Ich danke dir, Axel. Danke, dass du gewartet hast.« »Was ist mit deiner Schulter?«, fragte ich. Axel sah auf seinen Arm. Er hatte nun keine Schlinge mehr. »Die ist verheilt, Reverend.« »Verheilt? Sowas dauert länger als 3 oder 5 Tage. Oder eine Woche. Du solltest dich schonen, mein Sohn.« »Reverend, sie waren über 2 Monate verschollen. Wir dachten, sie seien tot und waren hier, um ihre Leichen zu suchen. Jetzt sitze ich in meiner Kirche. Mit Axels Hilfe habe ich ein Ritual gefunden, welches es uns ermöglichte, das Buch der Toten zu verbrennen. Vorher hatte ich es gelesen, und Gott möge uns beistehen. Jetzt ist es Geschichte, und ich hoffe, ich habe die Deep Hell Association damit zumindest verlangsamt. Ich weiß nicht, ob ich mit meinem Kampf weitermachen kann. Ich bin wirklich müde. Die Dinge, die ich erlebt habe, haben mich geprägt. Und nun habe ich einfach nur noch Angst. Angst vor Satan und seinen Kindern. Hallo Horrorfans, hier geht es in einer Woche weiter mit dem nächsten Teil der Satan-Reihe. Vorher könnt ihr hier klicken, um mehr über Aiden Goodman und Axel zu erfahren. Viel Spaß und lasst ein Abo da!